Wir kommen auf jeden Fall jetzt, bevor wir zu unserer Abstimmung kommen, unserem Abstimmungsszenario kommen wir jetzt zu unseren letzten Kandidaten auf dieser Bühne. Er hat gewonnen im September. Und zwar kommt er aus München. Irgendwie haben wir ja so einen relativ süddeutschen Überhang hier gerade, habe ich das Gefühl. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ihr könnt euch alle mal etwas entschleunigen und euch entspannen, denn wenn wir wieder sowas Ähnliches erwarten dürfen wie am letzten Mal, dann wird es jetzt sehr, sehr entspannt hier auf der Bühne zugehen. Ich bitte um einen Riesenapplaus. Applaus für Metro Madrid! Immerhin. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vor allen Dingen freue ich mich für euch. Nein. Aber wenn ich jetzt anfange, dann habt ihr es bald hinter euch. Immerhin. Eine Frau hat mal zu mir gesagt, ich würde sie ehren. Kein Wunder. Ich bin am Boden. Immerhin, als Metro aller David Beckham kann man die gegenwärtige Sensationsgier vieler nach einem Outing befriedigen. Sich outen als heterosexuell. Immerhin, es heißt ja, um beruflich erfolgreich zu sein, soll man sich ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Bingo. Etwas ist Teil meines Lebens, das mich alleinstellt. Stichwort, mit dir hat mir was komisch angeschaut. Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal. Meine Mutter sieht ein Alleinstellungsmerkmal. Immerhin. Einen wird es übergeben, der mich noch einlädt. Der Bestatter. Der einst meinen Sarg in seinen Leichenhorn gibt. Der lädt mich ein. Nur über meine Leiche. Immerhin, selbst vor einer Geschichte gäbe es einen positiven Ausgang. HIV-Infektion, AIDS. Positiv im übertragenen Sinne. Immerhin, selbst ich würde in diesem Leben trotz meinem Härtefall noch zum Zug kommen. Vor dem Selbstmord zum Bahnsteig auf die Schiene. Da würde ich zum Zug kommen. Immerhin. Und dann der Zug zu mir. Es wäre endlich eine Deadline, die ich einhalten könnte. Da wäre ich endlich mal unter Zugzwang. Würde ich endlich mal richtig liegen. Langfristig. Immerhin, gestern Nachmittag habe ich etwas erlebt. Zur Sorgenwachzeit, 4 Uhr früh. Auf einmal habe ich mich ganz leicht gefühlt. Ich, zack, rauf auf den Fensterrahmen. Plötzlich habe ich einen Schritt nach vorne gemacht. Ein zu viel. Gehsteig. Ist rasend schnell auf mich zugekommen. Rasend schnell. Fast schon zu schnell. Bevor ich dann auf dem Gehsteig aufgeschlagen bin, ist mir etwas eingefallen. Etwas diesbezüglich nicht Unwesentliches. Ich wohne im Erdgeschoss. Vielen Dank. Metro Madrid, ladies and gentlemen. Sehr schön.
Jetzt haben wir doch mal von allen so einen gewissen Eindruck bekommen und vielleicht habt ihr auch schon so den einen oder anderen Favoriten euch rausgepickt, wie auch immer, wir werden es sehen. Das Szenario, das Klatsch- und Abstimmungsszenario wird jetzt folgendermaßen aussehen. Ich werde alle erstmal auf die Bühne holen natürlich, dann werde ich für alle einen Applaus einfordern und dann werde ich drei schon direkt in Backstage-Bereich schicken, die den größten Applaus bekommen haben und bei den zwei, die den wenigsten Applaus bekommen haben, machen wir dann nochmal ein Stechen. Und deswegen holen wir sie jetzt alle nochmal zusammen auf die Bühne, vielleicht sogar unter Beteiligung der Ronny Kaiser Kapelle. Hier sind für euch nochmal Klaus Bandel, Armin Schlegel, Thomas Kornmeier, Sekhar Atesh und Petro Mattel. Ja, da waren sich Schlagzeuger und Gitarrist so halb ein. Ich habe das Gefühl gehabt. Oder es war total tricky, so vorher geplant. Jetzt versuchen wir es mal mit den Abläufen. Wir fangen mal mit dem ersten an. So wie sie auch aufgetreten sind, so stehen sie ja jetzt auch schön da, wie die Orgelpfeifen sozusagen. Wenn ihr glaubt, der erste muss unbedingt ins Halbfinale, ihr wollt noch mehr Bonbons vielleicht von ihm bekommen, dann jetzt bitte euer Applaus für Klaus Bandel! Oder ihr sagt, nein, der zweite hat mir einfach viel, viel besser gefallen. Das ist einer meiner Favoriten. Ich möchte noch einen Text von Ihnen hören, dann bitte jetzt euer Applaus für Armin Schlegel. Dankeschön. Oder ihr habt Bock auf noch mehr Geschichten aus dem schönen Schwarzwald. Oder ihr wollt noch ein wenig Beatboxing vielleicht? Danke schön. Vielleicht verabreden wir, dass wir dann klatschen oder ihr klatscht dann, wenn ich den Namen auch wirklich ausgesprochen habe. Nein! Sonst weiß ich nicht, ob ihr vielleicht aber nur ein Bier bestellen wollt an der Stelle oder was anderes. Oder ihr sagt, nein, der letzte, der heute aufgetreten ist, der war für mich am überzeugendsten. Dann bitte jetzt euer Applaus für Metro Madrid. Und damit haben sich die drei tatsächlich rauskristallisiert, teilweise in regelrechten Übersturzabläufen, die schon viel zu früh kamen. Die letzten drei genannten, die schicke ich jetzt schon mal im Backstage-Raum. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid auf jeden Fall im Halbfinale. Und jetzt gibt es tatsächlich das Schlechte zwischen dem Klaus und dem Armin. Jetzt müsst ihr euch also für eine von den beiden Personen entscheiden. Am besten nicht für beide klatschen, sondern nur für einen von beiden. Wenn ihr glaubt, der Erstgesehene war für euch überzeugender, hatte mehr Talent bei dieser Talentshow, dann bitte jetzt euer Applaus für Klaus Bandel. Und jetzt bitte der Applaus für Armin Schlegel. Die Abläufe waren fast identisch, aber die Schreie kamen oben drauf noch bei Armin, deswegen ist Armin weiter. Trotzdem Applaus nochmal für Klaus. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön und ja, wir sehen uns dann gleich. Armin, wir gehen im Finale. Wir machen eine kurze Pause und in dieser Pause wird natürlich weiterhin noch die Ronny-Kaiser-Kapelle unterhalten. Bis gleich. Es kommen wir zu unserem letzten im Halbfinale und zwar ist das. Unser Mann aus München, der ist verständlich. Unser Mann, der die Langsamkeit für sich gepachtet und erfunden hat. Hier ist für euch nochmal Metro Madrid! Immerhin. Ich schreibe gerade einen Lebenslauf, eine Bewerbung. Dabei ist mir was aufgefallen. Bin auf dem Papier ganz gut aufgestellt. Hört sich wohl ganz spannend an, was zu machen. Vielleicht geht dahinter freilich schon weniger rosig aus. Zitat des Fußballphilosophen Andreas Bremen. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Hier ein paar Beispiele. Immerhin, ich durfte bei irgendeinem Comedy-Wettbewerb auftreten.
wurde zu meiner großen Überraschung vom Publikum auf den zweiten Platz gewählt. Bei zwei Teilnehmern. Ja, wir waren zu zweit auf der Bühne. Der Techniker und ich. Immerhin, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert. Ich würde gerne auch weiterhin Quatsch machen. Als Komiker, deswegen bin ich jetzt hier. Ich mache das hier jetzt schon seit 2009. Allerdings mit der Unterbrechung von 9 Jahren. Nächstes Jahr fange ich an. Immerhin, ich war 2 Jahre lang im Gagschauerpool der Harald-Schmidt-Show. Freilich ohne, dass ich jemals eine Gag-Sendung geschafft hätte. Was ich aber gelernt habe, zumindest das zu probieren, kurze Miniaturen zu formulieren. Honig ist überbewertet. Zucker ist raffinierter. London ist gut für dickere Menschen. Aber viele Pfunde verlieren. Überraschung im Supermarkt. Thunfisch ausgebüxt. Scheinselbstständig. Als Geldfälscher. Razzia im Schlachthof. Das sind geliefert, die Schweine. Am FK-Strand. Da kann der Exhibitionist einpacken. Garantiefall bei Prothesen. Für Gebiss können wir keine Haftung übernehmen. Fahnenflucht. Alkoholiker auf Entzug. Bertolt Brecht in Altersarmut. Der Groschenoper. Salman Rushdie auf dem Jakobsweg. Offener Fuß und satanische Verse. Ohnmacht des Mittelmaßes. Der rote Teppich ist nur in Grau erhältlich. Exorzismus in der Kirche. Der Pfarrer muss dann glauben. Ich habe ein Praktikum bei einer Zeitung absolviert. Beim Vorstellungsgespräch hat der Chefredakteur gemeint, Gehalt? Geh halt. Ja, vielen Dank. Metro Madrid! Ja, die hat Bewegung erwartet. Sehr schön. Ich habe mich hervorragend amüsiert in diesem Halbfinale. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zu einer kleinen Abstimmung. Denn wir müssen uns von zwei trennen. Mal gucken, ob wir überhaupt ein Stechen brauchen oder ob ihr gleich ganz klar rot seid. Ich lese nochmal vor, wer jetzt bitte auf die Bühne kommt in der folgenden Reihenfolge auch. Armin Schlegel, komm zu mir bitte. Thomas Kornmeier, Serkan Ateş und natürlich Metro Madrid. Applaus bitte nochmal für alle. Perfekt. Ihr habt die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl natürlich. Und wir fangen mal mit dem ersten an. Wenn ihr glaubt, er muss unbedingt ins Finale, dann bitte jetzt nochmal euer Applaus für Armin Schlegel. Vielen
vielen Dank. Oder ihr sagt, nein, ich hätte gerne den zweiten im Finale, dann bitte jetzt euer Applaus für Thomas Kornmeier. Oder ihr sagt, nein, der Dritte muss natürlich unbedingt im Finale nochmal auftrumpfen, damit ihr jetzt euer Applaus für Serkan Ateş. Hey! Dann darfst du doch mal selbst applaudieren, kein Problem. Oder ihr sagt, nein, wir müssen unbedingt den Vierten nochmal im Finale sehen, damit ihr jetzt euer Applaus für Metro Madrid. Damit haben wir tatsächlich ein Ergebnis. Ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Stechen bräuchten, denn ich habe ganz deutlich gehört, dass die letzten beiden Abläuse lauter waren als die ersten beiden. Und deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle von Thomas Kornmeier und von Armin Schläger. Bitte nochmal Applaus für die beiden und im Finale Serkan und Metro Madrid. Ich muss nochmal ganz kurz von der Bühne gehen und sammeln. Und ich würde euch bitten, nochmal ein paar Takte, einen kleinen Groove zu spielen, damit die Künstler noch mal ganz kurz Zeit haben, sich zu sammeln, und wir machen dann aber auch gleich weiter. Ja, schon der vorletzte Beitrag war das jetzt, und wir kommen auch direkt zu unserem letzten, und da werde ich natürlich wieder, weil ich... Ach nee, er nimmt ja auch das Mikrofon in die Hand, so ist es richtig. Den werde ich jetzt aber immer noch mal ankündigen, hier ist für euch noch einmal als letztes für heute Abend Metro Madrid, macht noch mal richtig Lärm, Leute! Das vorher war nur ein Witz. Ich habe jetzt nicht eine Pause von 9 Jahren gemacht, sondern von 5 Jahren. Ich war jetzt 5 Jahre lang nicht Stand-Up-Comedian, sondern Stand-By-Comedian. Warum? Haben wir das Feedback seinerzeit von mach nur weiter so. Es werden genug Deppen gefeatured. Warum ich auch tue? Über? Der kann nichts. Der ist nur intelligent. Bis, du erinnerst mich an Gerhard Polt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Immerhin, Sigmund Freud wusste, der Witz ist die letzte Waffe des Wehrlosen. In meinem Fall ist die letzte Humorwaffe eine abgesägte Schrotflinte, mit der ich mich selbst ziele. Immerhin, dass ich denke, damit durchzukommen, das ist ein Witz. Immerhin, ich probiere es trotzdem, war alternativlos. Immerhin, ich durfte dieses Jahr in der Schweiz auftreten, bei einem sehr gut bezahlten Auftritt. Ich konnte es erst gar nicht glauben, so viel Geld. Ich habe mir vorher gedacht, wahrscheinlich gibt es den Auftritt gar nicht. Die Organmafia steckt dahinter. Die lockt mich in die Schweiz und weiht mich dann aus. Statt Soundcheck werde ich dort dann auf Herz und Nieren geprüft. Immerhin, ich habe eine Mietwohnung in unbezahlbaren München gefunden. Schön ist die Wohnung. Schön teuer. Abgesehen von der überhöhten Miete gibt es den aber, weil der kollegische Nachbar in der Wohnung drunter, der ist eine Mischung aus Klaus Kinski und Pumuckl. Klaus Kinski, weil er Choleriker ist, ein Pumuckl, weil er Kehlkopfentzündung hat und ein rechter Gnom ist. Der regt sich wahnsinnig auf, wenn man nur ganz normal auf und ab geht. Der schreit, um Ruhe zu haben. Schreien, um Ruhe zu haben, das passt irgendwie in die verkehrte Welt unserer Tage. In der heutigen Ausbeuterarbeitswelt, wo
zum teilweise krank machen, um gesund zu bleiben. Heutzutage werden Kriege geführt, um Frieden herzustellen. Man zerstört den Regenwald, um Biosprit zu produzieren. Man vereinsamt im Internet vor dem Computer, um über soziale Netzwerke Menschen kennenzulernen. Zurück zum cholerischen Nachbarn oben drunter. Ich habe mir gedacht, du könntest einfach mal das machen, was dein Verhalten annähernd rechtfertigen würde. Also zum Beispiel im Schlafzimmer im Fußboden ein Loch bohren. Und nachts, wenn er schläft, immer vom Kopf scheißen. Immerhin, im Leben ist so vieles Kopfsache. Der ehemalige Fußballstürmer Horst Dumbisch hat mir eines seiner Tore so nacherzählt. Manni Bananenflanke. Ich Kopf, Tor. Es kommt im Leben auf die richtige Einstellung an. Zugegeben, in manchen Fällen auf die medikamentöse Einstellung. Weil es heißt ja, die Chemie muss stimmen. Ich bin am Ende. Vielleicht gar nicht so schlecht dran. Mit der richtigen Einstellung kann man zum Zug kommen und es überleben. Immerhin. Vielen Dank. Wow, plötzliches Ende. Metro Madrid, Ladies and Gentlemen. Applaus nochmal. Und wir applaudieren einfach, dass wir uns endlich mal zu Mühe. Kommt bitte nochmal zu mir. Serkan und natürlich auch Metro, wenn ich dich mit Vornamen sagen so nennen darf. Ja, sehr schön. Ja, es gibt die finale Entscheidung. Erstmal geht es um dieses wunderschöne Fläschchen Rhabarberlikör von der Konnewitzer Likörfabrik. Außerdem natürlich um den Scheck von 200 Euro, den wir wahrscheinlich nicht vorbereitet haben als Riesenscheck, sondern den wir einfach nachher dir in Geld einem von euch beiden überreichen werden. Und die werdet ihr wahrscheinlich hier sofort wieder an der Bar umsetzen. Das ist zumindest unser Plan gewesen. Denn jetzt haben wir euch erstmal von diesem Likör abhängig gemacht und jetzt müsst ihr ihn natürlich auch kaufen, wie blöd. Sehr schön. Also, Spannung und ich bin auch wirklich gespannt, was ihr voten werdet. Wenn ihr glaubt, dass der Erste unbedingt noch, nicht noch einmal, sondern dass der unbedingt der Finalist nicht nur, sondern der Gewinner des Finales, also der Gewinner unseres Jahres Endtalent-Show-Veranstaltungsdingens sein soll, dann, das war für mich auch ein langes Jahr, Leute, dann bitte jetzt euer Riesenapplaus für Serkan Atic! Nein. Der zweite hat mir besser gefallen, deswegen muss er das Jahresfinale gewinnen. Dann bitte jetzt euer Applaus für Metro Madrid! Für mich kein hundertprozentig klares Wort. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, dass beim ersten mehr geklatscht wurde und beim zweiten mehr gekrönt wurde. Das heißt, wir brauchen noch ein sogenannten Quick Badge. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt wirklich für einen entscheiden, nicht für einen so ein bisschen und für ein bisschen mehr klatschen, sondern ihr müsst euch jetzt für einen entscheiden und bitte nur 2 Sekunden so laut wie möglich jubeln, brüllen, klatschen. Und dann wissen wir, wer der Gewinner ist. Also, jetzt bitte euer 2-Sekunden-Applaus für Serkan. Und für Metro Madrid. Wir haben hier auch bestimmt einen freundlichen Juror. Mir fiel es sehr schwer, die beiden Applaus auseinanderzuhalten. Was sagst du? Wer war laut? Der Zweite? Meine ist. Du auch, der Zweite? Dann sind alle dabei. Das war der Zweite. Damit haben wir einen Gewinner. Metro! Das ist unser Gewinner. Danke, guys.
Klärgang, aber das war extrem klar von dir. Und deswegen schlage ich mal Folgendes vor. Jetzt natürlich nicht, du trinkst ja keinen Alkohol, sondern das ist natürlich deine. Dafür kriegst du die zweite Alkohol. Ja, das geht nicht. Trotzdem vielen Dank, dass ihr da wart. Nochmal großen Applaus mit der zweiten. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an die Robby Kaiserkapelle. Wir machen jetzt Folgendes. Ganz kurz. Wir werden ganz, ganz kleines Päuschen machen und rollen hier so die ersten Stuhlreihen weg. Und dann kann hier nämlich noch getanzt werden, weil die Kapelle nämlich dann nochmal richtig aufdrehen wird. Und da habe ich richtig Lust drauf, weil ich es nochmal richtig denke. Und du kannst noch was sagen. Vielen Dank für die Supermoderation bei Tim Tölke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.